So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde. Und wir fangen direkt mit Ostfold an. Hätte ich mir letztes Mal die lange Vorrede gespart, hätten wir zwei Schlachten geschafft. Die Ostfold steht unter dem Schutz Eomers, des dritten Marschalls der Mark. Sein Land darf nicht in den Schatten stürzen. Ja, ich sollte versuchen, kein Land in den Schatten zu stürzen. Besiegt alle Truppen Isengards! Ja. Lagern wir hier. Steige mit drei Bataillonen auf, das hatte ich vor. 10 Minuten ist so auch eine schöne Spanne. In der Zeit wollte ich eh damit fertig sein. Eomer. Eomer. Boromir. Männer Gondors! Reitet hinauf! Ey, ich habe keine Ahnung gerade, wer Eomer ist. Mir total entfallen. So leid es mir auch tut. Haltet nach dem Feind Ausschau! Falls es euch einfällt, schreibt mir bitte in die Kommentare. Würde mich interessieren, wer Eomer nochmal war. Ich meine, ich habe ja zumindest die Filme gesehen. Ruhig jetzt! Ihr seid Team 2. Information bleiben. Ihr seid nicht mehr Team 3, weil ich mich vertippt habe. Bögen bereit machen. Ja. Gut. Dann schicken wir mal die leichte Kavallerie vor, um zu gucken, wo die Gegner sind. Und die Helden in diese Richtung. Seid vorsichtig. Stell dir mal ein neues Gehöft ganz in der Nähe. Bögen bereit machen. Das Gehöft ist fertig. Und Team 2. Oh, warte mal. Wir werden dieses Land schützen. Seid wachsam, Männer. Seid wachsam. Ja, da kommt jetzt so, es ist egal, wir machen es platt. Na gut, das haben sie bekommen. Aber Aragorn hat halt den riesen Vorteil, dass er jetzt schon theoretisch die beschwören könnte. Okay, Gimli kann springen. Das ist auch was Cooles. Also wenn ich ihn finde. Wo ist Gimli? Da kommt er angerannt. War noch gar nicht da. Ja. Das ist gut. Also, du kannst keine EP buffen, du kannst keine EP buffen, schützen EP buffen. Wir sind eh nur Schützen. Dann kannst du EP buffen. Du EP buffen. Ja, hier oben ist nichts. Wurde mir gerade gesagt. Dann dahin. Ja, mit drei Truppen aufgestiegen bin ich auch schon. Schick. Team 1 hat da irgendwas gefunden. Team 1 darf dabei sein. Ganz schön, dass ich jetzt Faramir habe. So, ihn hier als Anzeige. Es gibt schlimmere Helden, wie zum Beispiel Pepi. Ach, Team 1 ist fertig mit Durchrennen. Dauert aber noch ein paar Sekunden. So. Dann zieht einfach weiter, genau. Turm. Turm. Brunnen. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Gehöft. Gehöft. Wir werden angegriffen. Brunnen. Brunnen.
euch kampfbereit. Drei? Des weißen Baumes. Das gehört die Augen auf. Macht euch kampfbereit. Dieses Land gehört uns. Wir müssen was macht ihr denn hier? Die an einer Klatsche oder so? Vorwärts! Wir haben ein neues Gehöft. Kommt, Männer! Holen wir sie uns! Sie greifen an! Sieht eure Schwerter! Unsere Feinde haben das Land besetzt! Mögen bereit machen! Wir werden uns einmal weiter an diesen Tag erinnern! Ja! Schön, das war eine kurze Mission. Ich hab 10 Minuten eingeplant. An jetzt doch nur 6. Mit Ladebildschirm 7. Ja, kann man machen. Danke. Sind auch alle Level up hier? Waren eben noch alle 8. Hier hat nicht jeder Level up gegeben. Ist egal. Meine Punkte steigen einfach nicht mehr. Die Dunkelheit muss aus den Ländern der unschuldigen Menschen zurückgetrieben werden. Mhm. Unschuldige Menschen ist jetzt sehr relativ und ganz stark ansichtsabhängig. Aber macht man. Am Zusammenlauf der Endwasser und des Anduin ist im Laufe der Zeit ein fast 100 Meilen langes Marschland entstanden. Das ist gut. Biodiversität und so. Mehr unterschiedliche Lebensformen. Das ist immer toll. Yay. Pro Natur und so. Ich meine, bei Herr der Ringe muss man sich darum gar keine Sorgen machen. In der Welt ist ja noch alles, sagen wir, naturnah. Klar ist jetzt das Ödland, die Vulkanebene um Saurons Gebiet rum jetzt nicht so die versiegt alle Truppen Mordor. Farbenfrohste Umgebung, aber komm, was will man von Natur, von Vulkangestein auch erwarten? Da wächst halt nicht so viel. Und dass sie dann nicht wissen, wie sie mit Blumen umgehen müssen, ist auch klar. Vernichte die Nazgul, ja, gut, das sollte ich hinbekommen. Wenn die irgendwie ihre Truppen unterstützen, muss ich die wohl vernichten. Gebiet sichern! Macht euch kampfbereit! Wir werden dieses Land schützen. Ja. Die Schützen. Bereit machen, Bogenschützen! Ja. Zwei? Gehen wir! Gehen wir! Kommt schon! Reiter! Dies Land gehört uns! Ja, ja, schön. Vorwärts! Diese unerklärliche Obsession für Israel. Bereit machen, Bogenschützen! Macht euch kampfbereit! Bleibt wachsam! Stimmt eigentlich. Der weiße Turm wird wieder. Wir haben ein neues Gehöft. Bereit! Bereiten wir uns auf diesen Krieg vor! Sie sind hier! Oh, was sagt ihm eins? Reiter, vorwärts! Dies Land gehört uns! Weiter! Attacke! Ja gut, komm, da Reiter, jetzt... Komm. Ne? Was die da unten machen, ist jetzt nicht so das Schlaueste. Aber lauft mal rein, das wird schon nicht schaden. Also mir. Ja, für euch ist das so gerade nicht tödlich, ja, aber. Kerst. Ich bin hier. Nee, ganz ehrlich. Interessiert mich nicht. Wollen die sich doch umbringen gehen, wenn sie Bock haben? Du wirst dein Volk jetzt aufleveln, hoffe ich. Nein, du hast versagt. Verteidiger des weißen Baumes! Bleibt wachsam! Dann muss erst der kleine Bruder wieder ran und helfen. Lithio Ephelin! Ja. Lass sie zurück! Lass keinen entkommen! Reiter!
Dies Land gehört uns! Mhm. Mhm. Da kommen also Truppen aus dieser Richtung. Land gehört uns. Die sterben zu schnell. Tut mir leid. Da sind Level-Truppen bei. Level 2er, 3er. Das können wir verhindern. Gut. Die kommen von unten? Was ist denn bei denen kaputt? Ritter der weißen Stadt! Vogel. Vorwärts! Gehen wir! Reitet hinaus! Wir kommen zu spät! Sie haben das Gebiet bereits besetzt! Welches Gebiet? Hey, unsere Feinde! Sie sind hier! Ah, hier. Reitet hinaus! Sie haben angegriffen! Ja, Team 2. Und Team Hero. Ritter! Reitet hinaus! Formiert euch, Ritter! Ja! Warum auch nicht? Ich sollte vielleicht mal anfangen, Höfe zu bauen. Formiert euch, Ritter! Ja, passt. Kommt, Ritter, kommt! Haltet die Augen offen! Wir haben ein neues Gehöft. Das Gehöft ist bei Gott. Ach, eigentlich, ich kann es jetzt nicht lassen. Einmal in die Menge, bitte. Das sieht so geil aus. Boom! Nicht schießen! Ich bin Gandalf. Boom! Sie sind hier. Ruhig jetzt! Sie haben angegriffen! Ja, Stützpunkt. Schön. Weiter! Weiter! Auf! Bei der Aufgabe, die Nazguls zu töten, ist ja auch noch ein Riesenvorteil, dass ich hier dieses, sagen wir eher bogenlastige Volk dabei habe. Dies Land gehört uns! Ja, ja. Natürlich, das hat noch niemand besetzt, dann gehört es euch. Seid wachsam, Männer! Da müsst ihr nicht mal für kämpfen. Zerstört das Gebäude! Hm. Erste 10er-Truppen. Ist gut. Was? Macht eure Waffen bereit! Bitte! Das muss ja jetzt echt nicht sein hier. So Angriffe vortäuschen. Verteidiger des weißen Baumes! Schnell jetzt! Hab ich schon professioneller gegeben. Machen, Bogenschützen! Pfeile! Der Feind ist unter uns, Männer! Wir haben ein neues Gehöft. Team 1 hat irgendwas gefunden. Ritter der weißen Stadt! Was ist das? Kein Kram. Nennt man das in Fachsprache. Gehen wir! Wir haben ein neues Gehöft. Auf! Das ist das Lager des Feindes. Reitet hinaus! Ja, dann macht erstmal das. Und dann zieht ihr die am besten in Richtung Armee. Der Feind ist unter uns, Männer! Zweifel an meiner Spieltruppe. Ritter der weißen Stadt! Attacke! Reitet hinaus! Auf! Reitet hinaus! Reitet hinaus! Ja. Guckt mal, was wir da zufällig gefunden haben. Können wir jetzt bitte Trupp 1 wieder haben? Reitet! Unser Land wird belagert! Reitet! Muss ja nicht sein, dass hier jemand zu Schaden kommt. Oh. Ja, durchschlagender Erfolg. Danke. Rennt einfach hier runter. Was macht Team 2? Ja, also man sieht hier schon, warum ich auf leicht spiele. Ich bin nicht so Micromanagement wie ich. Ich weiß zwar, was ich machen müsste, aber
die Umsetzung nicht so richtig verliebt. Ritter, gehen wir! Reitet hinaus! Wieso kommen von hier eigentlich noch. Reißt es ein! Patrouillen. Bögen bereit machen! Zusammenbleiben! Zwei. Bogenschützen vorrücken! Oh, hier ist ein Lager. Bogenschützen vorrücken! Seid wach! Da sollte dein Team Held mitkommen. Ich glaube, dort ist der Feind. Ruhig jetzt! Hier lang! Nichts? Gar nichts? Unsere Feinde haben. Gar überhaupt nichts? Hier lang! Bogenschützen vorrücken! Blöd, fertig. Wir haben sie aus diesem Land verjagt! Unsere Truppen werden angegriffen! Mach das mal. Okay. Brauchen wir hier einen Brunnen und hier einen Brunnen und das und das und das. Jetzt hat sich der auch erholt. Man kann Team 2 also jetzt hier runter. Weil eigentlich wollten wir erstmal hier hin, ne? Ach, egal, die strömen gerade so schön aus dieser Richtung. Wir müssen wachsam sein. Das Gehöft ist fertig. Unser Land ist verlagert. Bringt das Gebäude zum Einsturz! Der Feind ist unter uns, Männer! Lithio Ephelin! Wartet einen Moment! Sie greifen Männer an! Gondors! Kleine Truppe. Alle Lager des Bösen, naja. Ritter! Ja. Das Gehöft ist fertig. Der Feind ist unter uns, Männer! Da ist euer Ziel! Wir werden dieses Land schützen. Seid vorsichtig, das Gehöft ist fertig. Formiert euch, Ritter! Dies Land gehört uns! Vorwärts! Die holen einfach nur Anlauf und überrennen dabei den ganzen Trupp. Im 2 hat ein Lager gefunden. Ja. Offiziell ein Lager. Ihr dürft euch alle bewegen. Ritter der weißen Stadt. Er greift hier unsere Festung an. Unsere Truppen werden angegriffen. Warum? Dies Land gehört uns. Haben die nichts anderes zu tun? Ihre Festung verteidigen. Reißt es ein. Sie greifen an. Oder alle sterben. Auch ein schöner Auftrag. Sie greifen das Land. Besonders für die Gegner. Lad einfach rein. Ruhig jetzt! Jetzt sollte alles in Reichweite sein, oder? Der Feind! Entdeckung, Männer! Sie haben angegriffen! Bringt das Gebäude zum Einsturz! Nicht schießen! Ja, ich höre, die 20 Minuten sind rum. Reiter, wir haben sie niedergeworfen. Reiter, reitet, Reiter. Formiert euch, Ritter! Ruhig jetzt! Sehr gut. Ruhig jetzt. Da sind immer noch. Sie haben angegriffen! Ich hol mal wieder die Ponys. Einfach so. Reicht nach außen! Dieses Land gehört sie niemals wiederkehren. Für die Rittermark! Hat er gerade für die Rittermark geschrien? Really? Ah, ihr habt's auch platt. Ritter der weißen Stadt, sie haben angegriffen!
Seid wachsam, Männer! Kommt schon! Reiter! Ach, Jim. Wir sind ja diese Ponys für zuständig. Wie konnte ich diesen kleinen Stützpunkt übersehen? Unsere Feinde haben das Land besetzt. Reiter! Seid wachsam, Männer! Gehen wir! Gehen ja. Männer, jetzt! Ritter! Unser Vorposten wird angegriffen! Wir werden angegriffen! Einmal rüber rennt tot. Okay, die kommen von unten. Die haben was gegen Höfe. Gehen wir! Attacke! Dann sollte man denen nicht den Hof machen. Dämliche Wortspiele. Zusammenbleiben! Ah! Sie flüchten. Das Gehöft ist fertig. In Richtung zweiter Stützpunkt. Bögen. Schleichen wir den doch mal. Zusammen, ah, wir haben die Nazguls gefunden. Lass sie fliegen! Lass sie fliegen! Ja, lass sie fliegen. Den Nazgul. Unsere Feinde haben das Land besetzt. Wir haben ein neues Gehöft. Leise. Ich werde tun, was ich kann. Ritter, also sie voll umschießen. Dieses Land gehört uns. Ping. Vorwärts. Bereit machen, Bogenschützen. Hier lang. Bringt das Gebäude zum Einsturz! Weiterschießen, Männer! Formiert euch, Ritter! Bereit! Jetzt findet sich der Cursor wieder. Wir haben den Feind vernichtet. Ping! Hat doch noch funktioniert? Ja, überrennt sie. Ist okay. Die Helden Mittelerdes haben gesiegt. Ja, mit 15 Rittern haben sie es geschafft, ein Sägewerk zu zerstören. Es haben 3 Orks darin gearbeitet. So sah der Abschlussbildschirm aus. Tut mir leid, ich kann da nichts für. Ja, ich kann Helden nicht mehr leveln. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9. Ja, wir haben noch 5 Neuner-Teams. Und die hier. ja. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge versuche ich wieder 2 durchzuziehen. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. 5 noch, mit dem 6. Wobei das werden sicher 2 Folgen werden, das Schwarze Tor. Also noch 4 Folgen bis durch. Dann hoffe ich mal, ihr habt da noch Bock drauf. Und ach, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.